Also Trash out im Kopf. Wenn ihr von Gedanken geplagt werdet, dann kann ich euch nicht sagen, was ihr tun sollt. Aber ich kann euch sagen, wie ich es gemacht habe. Okay? Es war also ein tosender Lärm über ein Thema, wo ich mir dauernd ununterbrochen vorgekaut habe im Geiste. Also ich habe das gedacht. Und ich habe das willentlich nicht brechen können. Und ich habe furchtbar gelitten darunter. Also hat mir irgendjemand mal gesagt, schau mal, dieser Gedanke, wenn du gedacht wirst, der hat unfassbare Kraft und Energie. Der bläht sich sozusagen selber auf. Aber wenn du einen bewussten Gedanken vorsetzt, dann ist es eine zweite Stimme, die willentlich hinzugefügt wird. Und das Hirn funktioniert nur 1-0, 1-0. Also es kann nur ein Bild sehen, es kann nur ein Gedanke denken. Jetzt machst du das willentlich. Also das heißt, du gehst her und sagst, okay, ich setze jetzt einen willentlich gedachten Gedanke, der mir dauernd kommt, vor. Das ist schwierig, außer du reduzierst es auf ein Wort. Also tatsächlich, die Soldaten, wenn sie singen, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, dann sind die quasi willentlich im Gedanke nur auf 1, 2, 3, 4 mehr fokussiert. Und der andere Gedanke, der zuvor also lärmend war in deinem Kopf, der ist beleidigt. Der sagt, was, du kannst doch nicht auf einmal ein Gedanke willentlich, freiwillig, selbstständig denken, das geht doch nicht da. Und dann wird der Gedanke nochmal laut und dann sagst du, na, 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 na. 1, 2, 3, 4. Du kannst es auch reduzieren auf 1, 2, 1, 2. Oder du kannst es reduzieren auf rechts, links, rechts, links, rechts, links. Das ist ein bewusst gesprochenes Wort, ein bewusst gedachtes Wort. Und dieser Gedanke, der in deinem Kopf bis jetzt ja freier Raum hatte zu existieren und die terrorisiert hat und Tabula Rasa eigentlich veranstaltet hat, worunter du glittet hast, dennoch kannst du, der kommt wieder. Der kommt wieder und sagt, was, du willst tatsächlich selbstständig denken? Ich bin viel stärker wie du. Und du bleibst einfach auf deiner Linie und sagst, 1, 2, 1, 2 oder rechts, links oder 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Wenn du das machst und auf deiner Linie bleibst, dann zieht sich dieser Gedanke langsam zurück. Er wird zuerst einmal weniger oft kommen und er wird leiser werden. Immer wenn der kommt, du musst ihn natürlich zuerst beobachtet haben, dass du ihn bemerkt hast. Immer wenn der kommt, dann gehst du her und setzt diesen Gedanken vor. So einfach, du setzt ihn einfach vor. Und in dem Augenblick, wo du den vorsetzt, willentlich, bewusst, geht der weg. Und irgendwann, und das verspreche ich dir, ist er nicht mehr da. Er wurde einfach eliminiert. Er wurde in den Hintergrund gebracht. Aber nicht nur, gleichzeitig hast du auch trainiert, deinen eigenen Gedanken zu denken. Bewusst, willentlich, der Wille wurde so stark, dass du gesehen hast, okay, und jetzt will ich das nicht und mach bewusst eine Aktion, dass das quasi, was ich will. Also das ist gedoppelt. Also du wirst einen furchtbaren Durchfall los, also Gedankendurchfall und Mindtrash. Und den Gedanken, der dich quält hat, gleichzeitig lernst du willentlich zu denken. Unter anderem auch wahrnehmen. Was hast du überhaupt für Gedanken? Und wenn du das Ganze noch ein bisschen verstärken möchtest und intensivieren möchtest und dir zur Gewohnheit machen möchtest, kannst du diesen willentlichen Satz von 1, 2, also dieses Wort, das ist ja auch ein Satz, aber dieses Wort 1, 2, 1, 2 oder rechts, links mit deinen Füßen verbinden. Ich habe das damals gemacht mit dem Fahrradfahren, also immer wenn ihr einen Tritt
runter bin, habe ich gesagt rechts und dann habe ich gesagt links und dann habe ich gesagt rechts. Und ich kann euch sagen, da ist etwas passiert, das ich von so unfassbarer Schönheit empfunden habe, eine Befreiung pur. Als diese Gedanken weggingen im Kopf, die mich geplagt haben, fand eine Leere statt. Und in dieser Leere habe ich quasi das Jetzt wahrgenommen, die Gegenwart, mit allem, was ist. Und das ist pures Bewusstsein. Also das zu erkennen, was gerade im Augenblick wirklich ist und was da so schön ist, was da überhaupt abgeht, das sehen wir nicht, wenn wir so mit diesem Trash in unserem Kopf beschäftigt sind und unfassbar Energie habe ich gekriegt. Also unfassbar Energie. Da war ja vorher dauernd ein Abziehen meiner Energien durch diese Gedanken. Plötzlich habe ich durch den bewussten, gesetzten Gedanken keine Energie mehr zugeführt und damit habe ich keinen Sauger mehr gehabt an mir und kein Loch mehr gehabt, wenn man es so bildhaft übersetzen will. Und ich habe unfassbar viel Energie plötzlich gehabt. Das war als hätte ich gebadet in Energie. Also das war unfassbar schön. Und dann richtig eingesetzt durch Wahrnehmung. Also da ist ein Geschenk drin. Wer dieses Tool nützen möchte, kann natürlich jetzt damit anfangen. Wer Fragen dazu hat, kann mich fragen. Wer anderen etwas Ähnliches mitteilen möchte, kann das tun. Ich freue mich natürlich darüber. Bitte tauscht euch ein bisschen aus. Vergessen seid lieb zueinander. Der Rest ist einfach nur selbstbeschämend und dämlich, ganz ehrlich gesagt. Also, bis zum nächsten Video.